So Leute, Donnerstag, 18. Juni 2015. Kamera mal schnell abgelegt, dann kann's losgehen. Ja, was ist heute mein Thema? Anhand der Überschrift werdet ihr es schon so ein bisschen mitbekommen haben. Das ist jetzt auch keine Bild-Zeitung-Überschrift, so um Klicks zu erzeugen. Ich meine, wenn Klicks kommen, Dankeschön, natürlich, warum nicht, aber es hat schon einen ernsthaften Hintergrund. Und ich weiß nicht, ich will jetzt auch gar nicht groß nachdenken, so wer es jetzt eklig findet oder wer es wissen wollte oder wer nicht. Ich erzähl's euch einfach. Ihr wisst, bei mir gibt's keine irgendwie Zensierung oder ne, wenn Trainingsablauf scheiße läuft, ich uploade das trotzdem. Oder wenn irgendwas schief läuft oder in dem einen Video, wo ich dann halt traurig war oder wie auch immer. Also ich bin da so, ich mag nicht so Sachen filtern oder zensieren. Der Punkt ist, ich habe gestern Kreuzheben-Training gehabt. Ihr müsst wissen, ich mache Kreuzheben und Kniebeuge getrennt. Also seit ich Kreuzheben angefangen habe und auch davor schon mit Kniebeugen, ich mache immer separat einen Tag Kniebeuge und dann 4-5 Tage später oder so in etwa von mir aus Kreuzheben. So, jetzt ist gestern Folgendes passiert. Ich habe Kreuzheben trainiert. Und nur damit ihr Bescheid wisst, ne, soweit viele Laber-Videos in letzter Zeit kommen, ich bin wieder ne, dran und versuche, ja, also Kreuzheben und Kniebeuge geht auf jeden Fall noch was, sowohl im Wiederholungsbereich als auch im Maximalbereich. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich trainiere so Kreuzheben, war bei 180 Kilo, ich glaube dritter Satz oder so. Ich hatte mir vorgenommen, 3x5 Wiederholungen, also 3 Sätze à 5 Wiederholungen mit 180, um dann beim nächsten Mal entweder einen Zusatzsatz noch zusätzlich, Zusatzsatz zusätzlich, sondern einen Satz zusätzlich, vielleicht 4 Sätze, oder auf 185 oder 190 Kilo und dann ne, auch 3x5, also 3 Sätze à 5 Wiederholungen. So, aus irgendeinem Grund habe ich halt den letzten Satz irgendwie nicht gebacken gekriegt. Ja, so, und war ein bisschen unzufrieden. Und ich habe kurze Zeit später mit einer Freundin ein Date gehabt. Und das Ding ist, ich war unzufrieden. Und ihr wisst, jetzt langsam ist Sommer. Und wenn es Richtung Sommer geht, auch wenn ich jetzt kein Bodybuilder in dem Sinne bin, versuche ich schon so ein bisschen ne, Fettverbrennung und ein bisschen Gewicht reduzieren, ein bisschen schlankere, in Anführungsstrichen, Linie aufzubauen. So, und dann habe ich mir gedacht, ey, du kannst jetzt nicht, kennst du das, wenn du ein Training nicht richtig abgeschlossen hast, dann fühlst du dich einfach scheiße. Da habe ich mir gedacht, ey, komm, was kannst du jetzt noch machen? Hab dann so rüber geguckt, waren schon ein paar Scheiben drauf. Ich habe jetzt mittlerweile von der Langhantel die 10er-Scheiben, die hier außen sind, da oben wieder installiert. Dachte ich mir, komm, haust du noch ein paar Sätze Kniebeuge raus. Eigentlich wollte ich so nur 3-4 Sätze oder so, halt nur, damit ich die Beine noch ein bisschen spüre und sage, okay, jetzt habe ich ein Training abgeschlossen. Halt, ne, so, weil mein letzter Satz mit dem Kreuzheben nicht funktioniert hat. So, und dann habe ich erstmal mit eigenem Körpergewicht so 10 Wiederholungen gemacht, dann habe ich mir dann habe ich nur die Stange genommen, also Körpergewicht plus Stange, 10 Wiederholungen, dann habe ich mir gedacht, komm, 30 Kilo und so weiter, dann habe ich immer 20er Schritte gemacht, dachte ich mir, ey, geht noch und so, ne, und irgendwann war ich bei 110 Kilo, was da oben jetzt montiert ist, habe dann mit den 110 Kilo, trotz dass ich Kreuzheben schon gemacht hatte, 4-5 Sätze, ich weiß es nicht mehr genau, mit 110 Kilo 5-6 Wiederholungen gemacht. Also Sätze a 6 Wiederholungen circa. Ey, und dann, boah, da habe ich richtig so die Beine gespürt und vorher vom Kreuzheben natürlich alle die, ne, Partien im Schulter-Rückenbereich, die aktiviert wurden, dann natürlich ne, so Gesäßmuskeln zum Teil und dann Beine natürlich jetzt richtig ne, durch Kreuzheben und Kniebeuge. Jetzt habe ich euch letztens auch gezeigt, habe ich ja ziemlich viel, wenn ich Salate mache, versuche ich ziemlich viel, also Petersilie ist mit drin, dann Lauch, Zwiebeln, sowohl hier das Grünzeug davon als auch die Wurzel an sich. Dann, ihr wisst, Sellerie, ich benutze seit geraumer Zeit, seit eigentlich schon so 2-3 Jahren am Stück Sellerie und so weiter und so fort. Das sind alles, ich experimentiere auch viel mit Kräuter und so, weil, ey, man geht in so Gemüseläden, zum Beispiel beim Türken oder wo auch immer, ist ja auch egal, beim deutschen Händler ist ja auch egal.
Man sieht immer so viel Grünzeug rumliegen und man läuft dran vorbei. Man nimmt halt Blattsalat oder was auch immer. Ey, ganz ehrlich, diese Kräuter, ne? Diese Kräuter und ne? Alles, was mit Petersilie, Lauchzwiebeln und so weiter und so fort, Knoblauch auch, Sellerie und so weiter und so fort. In Kombination, dadurch, dass ich Kreuzheben und Kniebeuge an einem. Ich weiß, das war wirklich das erste Mal in meinem Leben, dass ich Kreuzheben und Kniebeuge an einem einzigen Tag zusammen gemacht habe. Zumindestens in der Intensität, dass ich beide, sage ich mal, relativ, also das ist jetzt nicht mein Höchstgewicht, sowohl bei den Kniebeugen die 110 als auch bei 880 Kreuzheben, das ist, sagen wir mal, 75 bis 80% von meinem Maximal, aber dafür halt ein paar Sätze mehr. Und was ich euch jetzt, Sinn des Ganzen, so was ich euch jetzt vermitteln will, ist, dass man durch verschiedene Sachen, oh ja, übrigens, wie gesagt, wir waren auch relativ früh verabredet, so für 17 Uhr, ne? Und ihr wisst, ne, mittlerweile haben wir ja Sommer und ey, ich habe richtig gut noch Sonne abbekommen nach dem Training. Ich hatte mir gutes, also Fleisch, Qualitätsfleisch gekauft gehabt, also mit sehr, sehr wenig Fett, ne? So vom Metzger hatte ich mir geholt, halt habe ich mir also, ne, richtig Fleisch ausgesucht, der hat mir das dann als Hack verarbeitet, weil ihr wisst, ich habe ja ein paar Videos gemacht, wo ich Hack vom Großhändler gekauft habe, hier so Lidl, Aldi und was es nicht noch alles gibt. Und ey, da ist so viel Fett mit verarbeitet. Lange Rede, kurzer Sinn. Richtig gut gegessen, ne, so was Fleisch angeht und ne, so Gemüse so in der Pfanne, Brokkoli, Sellerie und so weiter und so fort. Dann als Salat habe ich mir einen Kräutersalat gemacht, ne. Ich habe euch ja ein Video gemacht, werde ich euch drunter verlinken, mit Kräutersalat, ne, so, und diesmal auch ein paar neue Komponenten rein, also Lauchzwiebeln und so weiter und so fort. So, und dann noch ein richtig gutes Training und bin dann um 17 Uhr schon, ne, also mit meinem Date unterwegs gewesen, richtig gut Sonne abbekommen. Und jetzt kommt der Punkt. Und das ist nicht so ein Date, wo du mal eben, ne, das ist jetzt keine Frau, wo du mal eben, ne, die Alte so mal kurz flachlegst, sondern so, die will halt schon wissen, so Beziehung oder nicht. Also die ist jetzt, ich kenne sie jetzt nicht so gut, aber ne, so scheint es wohl, dass man die nicht mal eben flachlegen kann, ne? So, der Punkt ist, boah, und die sieht auch so geil aus. Ich weiß nicht, ob das auch von der Optik, weißt du, so wenn ein Mann so, sagen wir mal, 8 Stunden, 7 Stunden mit einer geilen Frau unterwegs ist, ne, und du siehst die ganze Zeit ihre Brüste, ihren Hintern, ihre Lippen, ey, diese äußeren Eindrücke, ne, so, die kriegst du ja volle Dröhne ab, so, ne, volle Kanone ab, so, und dann hast du ein richtig geiles Training hingelegt, dann hast du noch zusätzlich Hormonproduktion, dann durch die Optik von der Frau hast du auch Hormonproduktion, richtig geil gegessen, Kräuter, Eiweiß und so weiter und so fort, dann Sonne abbekommen, ihr wisst, die Sonne hat ja auch eine hormonelle Wirkung auf den Körper, weißt du, die einzelnen Komponenten mögen ja vielleicht einen kleinen Beitrag geleistet haben, aber alles auf einmal zusammen. Ich erzähle es euch einfach nur der Informationshalber. Also so, es geht jetzt nicht darum, hier über meine Körperflüssigkeiten zu reden oder sonstiges. Aber ey, ich habe geschlafen dann, bin irgendwann um 11 Uhr, halb 12 nach Hause, ne, weil die muss ja auch am nächsten Morgen arbeiten so, und ich musste morgens früh auch raus. Dann direkt schlafen gegangen, ne, nochmal vorm Schlafen, nochmal hier habe ich Wassermelone, ist jetzt zwar in dieser Tüte, ne, aber habe ich in mehreren Scheiben geschnitten gehabt oder beziehungsweise von innen ausgehöhlt gehabt. Ne, so, ey, richtig geil noch Wassermelone am Ende, ne, so kurz vorm Schlafen. Hab mir noch ein bisschen Quark geballert, also, und abends gab es noch ein bisschen Hähnchen. Also Hähnchen pur ohne Haut und so weiter und so fort. Hähnchenbrust. So, ey, und dann habe ich gepennt, Alter. Ich hatte heftigste erotische Träume, Alter. So, ich richtig Katastrophe. Ihr kennt das. Ey, guck mal, ganz ehrlich, solche Erlebnisse hat man eher, so sage ich mal, mit 13, 14, 15, 16, 17, 18, so, wo man noch voll in der Pubertät ist, wo die extremsten Testosteronwerte am Start sind und so weiter und so fort, ne? Ne? Oder Anfang der 20 Jahre noch so und so. Aber ey, ganz ehrlich, ich habe so krasse Träume gehabt und ey, und irgendwann. Einfach, es ist passiert, Alter. Ich wach auf, alles nass. Einfach mitten im Schlaf, übelst abgespritzt. Brutal, ey, ohne Scheiß. Und ich will jetzt nicht lange auf diesem Orgasmus-Thema kleben bleiben, aber was ich euch damit sagen will, es sind viele kleine Komponenten, aber wenn die alle zusammenkommen, dann habt ihr so einen krassen Hormonausstoß, ey, ihr werdet euren Wunder erleben. Ja, versucht mal ein bisschen
Ich werde jetzt auch die Tage auf ein Thema kommen, was auch nochmal minimal so vielleicht dein Testosterongehalt steigern bzw. dein Östrogengehalt senken wird, was dann auch nochmal helfen wird, Muskeln aufzubauen, eventuell Kraft aufzubauen und so weiter und so fort. Ey, aber das war ein Aha-Erlebnis, wirklich. Und ich habe euch das schon mal in so einem Video gesagt, wenn euch solche Sachen passieren, so lasst mal alles Revue passieren, denkt mal ein bisschen drüber nach, was habe ich heute trainiert, was habe ich gegessen, wie viel habe ich davon gegessen, was gab es so Besonderes oder ne, so, und dann könnt ihr vielleicht rekonstruieren anhand der Nahrung, des Trainings, wie oft, wie viel Wiederholung, wie viel Sätze, wie viel Gewichte und so weiter, ne? Was diese Hormonausstoß, diesen Hormonausstoß in euch so ausgelöst hat, ja? Und ey, ganz ehrlich, ich habe es jetzt wirklich zum ersten Mal so intensiv gemacht mit Kreuzheben und Kniebeugen, aber eventuell demnächst werde ich das immer so machen. Ja, dass ich vielleicht, ne, so mich steigere beim Kreuzheben, 4, 5 Sätze dann mit einem bestimmten Gewicht mache, dann rübergehe Richtung Kniebeuge und dann halt Kniebeuge ausführe. Und dann auch nochmal 4, 5 gute Sätze hinlege, weil, boah, das gibt ein ganz krasses Aha-Erlebnis, kann ich euch versprechen. Ja? Ist mir auch egal, inwieweit das jetzt eklig für euch war, aber ey, ganz ehrlich, jetzt hormonell gesehen, boah, das war ein richtiges Aha-Erlebnis. Keine Ahnung, probiert es einfach aus. Gute Kräuter, salatmäßig, obstmäßig, Ernährung, ne? Und dann gutes Training, bisschen Sonne abbekommen. Dann noch ein Date mit einer geilen Frau, ey, und dann geht die Post ab, Alter. Dann geht aber richtig die Post ab. Ja, das soll es erstmal gewesen sein. Eventuell folgt gleich noch ein Video. Und ja, ich mache euch ein separates Video noch dazu. Alles klar, haut erstmal rein. Wir sehen uns bis die Tage und ciao.